Hallo, liebe Feuerzeichen. Ja, was Neues bei Löwenherz? Wie auch schon angekündigt, habe ich mir jetzt überlegt, ich mache mal für Elemente eine Legung immer Mitte des Monats jetzt. So ein kurzes Update, was denn da los ist. Ich beginne mit den Feuerzeichen, also für die Löwen, Widder und Schütze. Und ich spezialisiere mich jetzt auf dieses Thema Liebe für Mitte November, immer Mitte des Monats, genau, und beginne jetzt mal mit den Feuerzeichen. Die anderen Elemente folgen auch in den nächsten Tagen. Und ja, mal schauen, wie euch das so gefällt. Okay, im Grunde genommen ist es das gleiche wie bei den einzelnen Sternzeichen-Readings. Ich lege die gedankliche Ebene, die Ist-Ebene. Und die nächsten Schritte und noch, dann habe ich Amors Botschaften hier, eine Zeitkarte, natürlich auch dabei. Und ich fange an mit den Lenormand und danach gleich mit den Tarots. Also, Universum, bitte für alle Feuerzeichen ein Update für die Liebe für Mitte November. Was geht denn bei den Feuerzeichen Mitte des Monats? Was ist da los auf der mentalen Ebene, gedanklichen Ebene? Bitte. Okay, da sind drei schon gefallen. Oh, das ist ein bisschen zu hoch. Das können wir gar nicht sehen sonst. Ich drehe die dann alle um und dann kurz vorm Umdrehen werde ich auch nochmal die Klangschale natürlich anschlagen. So, dann hätte ich gerne, es ist alles ein bisschen eng heute hier, für die Ist-Ebene drei Karten für die Feuerzeichen für Mitte November. Ein kurzes Liebesupdate. Bitte noch eine Karte für die Liebe für alle Feuerzeichen. Okay, das sind zwei, die nehmen wir natürlich. Ist alles ein bisschen. So, dann hätte ich gerne noch für die nächsten Schritte. Was wird denn daraus resultieren? Noch eine Karte bitte für die nächsten Schritte. Das sind jetzt zu viele, drei will ich nicht. Bitte noch eine Karte, was wird denn daraus resultieren? Gut, die nehmen wir hier und die wollte auch noch raus. Dann nehmen wir hier auch vier. So, jetzt muss ich mich einmal kurz schnauben. Mir läuft nämlich heute die Nase. Okay, so, ich werde jetzt mal umdrehen. Danach werde ich die Klangschale einmal anschlagen und dann deute ich gleich die gedankliche Ebene. Oh, die Feuerzeichen, die Ist-Ebene. Kerze ein bisschen hier, ne? Das Kreuz. Sende, Sonne. Und die nächsten Schritte. Nur eine Entscheidung. So, einmal die Klangschale. Schwingt euch etwas ein und dann deute ich gleich. Update für die Feuerzeichen Mitte November, für die Liebe. Ihr seid mental oder euer Gegenüber. Ihr müsst euch, zwitscht euch das so um, wie es jetzt so passt für euch. Einmal das Klee, der Schlüssel, das Herz. Ja, mental seid ihr schon in Love, sage ich mal so. Ihr denkt sehr positiv über die Liebe, an die Liebe bezüglich eures Wunschpartners. Wenn da ein Mensch ist, der schon existent für euch ist, dann seid ihr doch da in einer leichten Energie. Ne? Das Klee steht ja auch immer für das Leichte und nicht diese schweren Gedanken, sondern ihr macht euch da keine Gedanken so drum, aber
Ihr nehmt das leicht. Ihr denkt, ja, für mich wird hier sicherlich was auf mich zukommen. Ihr seid ja sehr, sehr optimistisch, dass ihr da gute Karten habt. Und das ist auch genau die richtige Energie, wo man sein sollte, nicht verbissen darüber nachzudenken, wann kommt dieser Mensch zurück oder wann lerne ich jemanden kennen, sondern das mental einfach leicht und locker zu nehmen. Und da seid ihr oder euer Gegenüber ist in einer sehr positiven Energie. Klären wir aber gleich noch mit dem Tarot. Ich will hier nur mal jetzt die Ist-Ebene mir hier anschauen. Da haben wir die Sense, den Reiter, das Kreuz, Karma und die Sonne. Also es ist, ihr seid in dieser Energie schon drin. Also plötzlich, die Sense steht ja immer für plötzlich und der Reiter für schnelle Nachrichten. Kommt hier was auf euch zu? Eine Nachricht. Hier hat es jemand eilig. Also ihr seid euch da komplett sicher, ja? Also dass ihr hier das Richtige tut, dass ihr auf den anderen zugeht, also sei es für euch oder euren Gegenüber, ja? Dass dieser Mensch hier so in einem Flow ist sozusagen, verselbstständigt sich das so, ja? Dass er plötzlich so, jetzt geht's los und ist absolut optimistisch mit dem Kreuz und der Sonne. Dass das einen positiven Ausgang hier hat. Und jetzt klären wir erstmal, bevor wir die nächsten Schritte gehen mit den Tarots, was macht diesen Menschen denn hier so optimistisch? Der mentalen Ebene, der gedanklichen Ebene, bitte eine Karte aus dem Tarot, die wollte raus. Oh ja, die Liebenden. Ja, also eine nehmen wir noch. Oh ja, ist schon. Steckt jetzt schon sehr viel drin. Bitte noch eine Karte. Na, das sind zwei. Okay, die nehmen wir. Die wollten raus. So. Wir haben hier einmal als Klärung die Liebenden, Ass der Kelche und Neun der Münzen. Das ist ja fantastisch. Also hier ist einer mental in einer super Energie, ja. Die Liebenden, auch Sternzeichen Zwilling, wenn das für euch relevant ist, repräsentiert die Liebenden. Ist immer die Partnerschaft eine freie Partnerschaft, eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Ja, die Karte spricht für sich, aber für mich geht es bei den Liebenden auch immer um die Selbstliebe. Und man kann nur eine Partnerschaft auf Augenhöhe führen, wenn man auch in der Selbstliebe ist, wenn man sich selbst wertschätzt und den anderen, den kann man dann auch so wertschätzen, sodass das auf Augenhöhe halt stattfindet. Und hier ist jemand tatsächlich mental so, dass er in seinem Selbstwert angekommen ist und so in diesem Flow ist. Und es ist echt sehr schön, hier anzusehen, weil das so passt hier. Und dann einmal Ass der Kelche, ja, das ist auch diese Selbstliebe, ja, die Emotionen, ne, für sich selber. Kelche sind ja immer das Gefühl, Asse stehen auch immer für den Neubeginn und hier ist einer jetzt in der Lage, tatsächlich seine Liebe auch zu geben, weil er sich selbst angenommen hat. Ja, das repräsentiert für mich. Also diese Gefühle sprudeln hier ja über, wenn ihr diesen Ass der Kelche seht. Und hier ist jemand bei sich angekommen. Bist du es oder dein Gegenüber? Ja, wenn du auf dein Gegenüber schaust, dann wird da viel an sich getan haben, um in diesen Selbstwert zu kommen. Und das sagt mir eben auch die Neun der Münzen. Ja, das ist auch eine tolle Karte, finde ich, weil die Karte sagt auch, ich bin bei mir angekommen. Ja, es hat lange gebraucht. Ich finde das so süß. Hier ist diese kleine Schnecke. Ein langer Weg. Aber es hat sich gelohnt, ja. Und der Vogel hier repräsentiert auch diese Gedanken, diese Klugheit und die Münzen halt für die Manifestation, dass hier jemand seinen Wert erkannt hat. Und dass der auch alleine klarkommt, aber auch so ist, dass er nicht in dieser Mangelenergie ist, ja. Darum geht es ja dann auch immer. Man ist in seiner eigenen Fülle hier angekommen. Und kann somit einen Schritt auf den anderen auch zugehen, weil diesem Menschen kann hier nichts passieren, ja. Der hat sich selbst angenommen, der liebt sich auch selbst, also ein gesundes Maß an Selbstliebe, ja. Und
Spiegelt das, das spiegelt sich in seinen Gedanken wieder und auch in dieser Realität, dass der so in seinem Wert jetzt ist, dass er tatsächlich auch auf den anderen zugehen kann, ohne Angst zu haben, dass er verletzt wird oder weil er selbst halt stark genug in sich ist. Ja, das ist ja schon mal sehr toll für die Feuerzeichen. Das freut mich ja auch, bin ja auch ein Feuerzeichen. Jetzt mal auf die Ist-Ebene, auf die Gegenwart, bitte mal. Auf die Ist-Ebene eine Karte. Ja, da haben wir immer noch eine große Arkana. Nehmen wir noch mal eine Karte für das Jetzt, für die Feuerzeichen. Was veranlasst denn diesen Menschen? So, okay, Wahnsinn, noch eine große Arkana. Zwei große Arkanen hier. Der Eremit, jo, der Eremit, Sternzeichen Jungfrau, falls es damit zu tun hat, eine wunderbare Karte, finde ich auch, eine meiner Lieblingskarten. Weil ich habe hier der Eremit, der hält hier diese Laterne, diese Lampe hier hoch. Und das ist für mich immer so dieses eigene Licht. Ja, hier geht es auch wirklich viel um eigene Dinge, die dieser Mensch hier bewerkstelligt hat. Eremit ist ja auch immer für Rückzug, ja. Also, und für diese Einsicht, diese Selbstanalyse, ja, dieses Selbst, was bin ich? Was will ich? Und dieser Mensch ist denn sich halt auch sehr sicher, was er auch zu bieten hat, ja, und was er möchte. Und hier scheint es wirklich so, dass hier einer wirklich zu sich selbst, mit sich selber sehr beschäftigt hat. Und die Hohepriesterin ist auch eine wunderbare Karte. Das ist ja diese Karte der Intuition, auch die Geheimnisse, ja, dieses intuitiv zu wissen, was mache ich, wie gehe ich hier vor. Und das ist auch so eine, also es ist ja, repräsentiert ja auch den Mond und dieses, ja, dieses plötzliche Eingebung, ne? Und das sagt mir auch, plötzlich muss ich hier los, eine Nachricht rausschicken, mich in die Bewegung setzen. Das geht ziemlich schnell hier, ja. Man ist hier zu einer Einsicht gekommen und hat, denke ich mal, auch eine längere Zeit dafür gebraucht, aber dann ist es auf einmal klar und man weiß intuitiv, ja, da will ich hin, das will ich tun und das mache ich auch und das ist richtig. Wunderbar hier als Klärung, dass, wie soll ich sagen, ist jetzt kein Ritter oder kein Bube mit irgendwas, der jetzt ein Angebot macht, der auf dich zukommt, sondern das ist so eine Tiefe, ja. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also es ist ein Mensch, mit dem ihr es zu tun habt oder ihr seid es selbst, der sehr in sich ist und seine Entscheidung so sicher, ne? Also es ist da kein Abwägen, so, also ganz sicher weiß, ich kann hier auf meiner Intuition voll vertrauen, weil ich mich kenne, weil ich weiß, wer ich bin, was ich möchte und vertraue einfach diesem Weg, das Richtige zu tun. Ja, wunderbar. Und jetzt nehmen wir natürlich nochmal auf die nächsten Schritte hier. Nee, die haben wir noch gar nicht gedeutet. Genau. Also fangen wir erstmal hier an. Die Entscheidung, die Wege. Eine klare Entscheidung mit den Sternen. Also hier trifft eine klare Entscheidung. Haben wir wieder hier, ja, es ist jemand völlig klar aus sich selbst heraus. Und den Sarg und der Turm, man wird hier was beenden. Und diese Kombination kann ich tatsächlich sehen. Und man beendet was hier komplett. Also Sarg und Turm ist ja, der Turm steht ja auch für die Distanz. Und der Sarg ja für die Transformation, aber für das Ende. Und ihr müsst sehen, ne, wie in welcher Situation ihr hier steckt. Es trifft jemand eine klare Entscheidung, etwas in seinem Leben komplett hinter sich zu lassen. Das zeigt mir das an. Und ich gehe davon aus, dass dieser Mensch sein altes Leben, etwas Altes hier komplett hinter sich lässt und genau weiß, was er jetzt möchte. Und er hat da lange Zeit gebraucht und ist komplett angekommen. Wenn ich es mit diesem Menschen zu tun habe, dann ja, das mit diesem Menschen bringt es wirklich Spaß. Der hat eine wirkliche Tiefe in sich. Und ist wirklich sehr, sehr weit in seinem Wesen, in seinem eigenen Ich. Und dieser Mensch trifft hier wirklich eine ganz, ganz klare Entscheidung, um hier etwas zu beenden. Da lege ich natürlich auch noch eine Tarot raus. Was ist denn das, die nächsten Schritte? Was kann
kann man dazu noch sagen? Zwei Folgen fahren. Oh, noch eine große Arcana. Oh, Wahnsinn! Wahnsinn! Echt, ich bin ganz begeistert hier. Das Gericht könnte es mit einer Waage zu tun haben. Die Mäßigkeit könnte ein Schütze sein. Also ihr seht, hier sind alle Sternzeichen vertreten. Krebs, Jungfrauen wie ihr Zwilling, Waage und Schütze. Das sind die Energien. Fantastisch hier. Das Gericht, ja, das ist dieser sogenannte Weckruf, ja. Man, sage ich immer, der innere Weckruf. Man hat hier wirklich was erkannt und möchte auch einen Ausgleich hier bringen, ja. Man möchte hier was in Ordnung bringen, ja. Und weiß genau, was es und ja, und die Mäßigkeit sagt das halt auch, dass man hier was in den Ausgleich bringen möchte. Man sieht hier diese Kelche, dieser Engel hat diese Kelche in der Hand und versucht halt tatsächlich die richtige Balance zu finden, ja, von dem, was er tut. Und das ist eben auch eine große Arcana hier, dass man hier auch über diesen Tellerrand herausschaut, ja, also Schütze ist ja auch Planet Jupiter und Jupiter ist ja auch dieser expandierende Planet, also dass man aus dieser 3D-Ebene herauskommt und so praktisch diese Grenzen sprengt, ja, und viel größer denkt als noch vorher, wo man in seinem kleinen Welt vielleicht immer nur die Probleme gesehen hat oder was geht nicht und was kann ich nicht. Und hier ist einer wirklich so, ja, natürlich geht das. Ich schränke mich nicht selber in meinem Geiste ein, ne? Sondern ich kann hier viel, viel mehr bewerkstelligen. Und es kommt darauf an, dass ich das richtige Maß habe auch. Ne? Man muss natürlich auch das richtige Maß haben, aber hier denkt jemand auch größer. Und das hat mit diesem inneren Weckruf hier zu tun. Wir haben hier vier große Arkanen, das ist echt Wahnsinn. Und all die Lieben dann auch noch dazu jetzt. Das ist schon eine geballte, mächtige Geschichte mit diesen Menschen, wo ihr es hier zu tun habt. Also ihr könnt euch freuen, liebe Feuerzeichen. Ich hoffe, es trifft für mich auch zu, dass ihr es mit jemandem zu tun habt, der genau weiß, was er will und an Charisma auch gewonnen hat, ja, also wenn man dieses alles hier so in sich hat, dann hat man wirklich viel verstanden vom Leben und das ist auch wirklich ganz klar und ganz bei sich. Das ist echt sehr schön. So, jetzt trotzdem noch eine Zeitkarte, das ist ja ein Mitte-November-Update. Wann wird denn dieser Mensch oder wann wird denn das hier, ich lege mal auf das Gericht, dieser innere Weckruf, wann ereilt das sind diese Menschen denn hier? Dass er wirklich so stark auf euch zukommen wird. Bitte eine Zeitkarte für den inneren, nein, für das Gericht, ja, für den inneren Weckruf, klar. So, was haben wir? Zeiten des Lebens, ja, keine Zeit. Du spiegelst die Welt spiegelt dich, ja, das ist auch eine sehr mystische Karte. Also alles, was du innen hast, zeigt sich außen, ja, und das ist diesen Menschen auch klar. Wenn du innerlich davon überzeugt bist, übrigens auch Jupiter ist auch die Überzeugung, dann wird sich das außen ganz einfach manifestieren. Und das ist auch Mäßigkeit, übrigens auch eine Karte der Manifestation. Du musst nichts im Außen verändern. Du musst hier, wie der Eremit, was im Innen verändern und das wird dir auch außen repräsentiert. Und das ist nochmal eine ganz klare Botschaft, dass hier innen sich ganz viel verändert hat. Und das wirst du im Außen dann auch einfach sehen. Das, ne? Also was du innen hast, spiegelt sich außen. Wunderbar. Und jetzt nochmal eine Karte aus dem Liebesorakel hier. Das gibt's ja noch, da ist eine gesprungen. Verspielt halt. Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander. Vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Ja, wir haben hier auf der mentalen Ebene diese Leichtigkeit, die ich angesprochen habe, dass man wirklich leicht und locker an die Liebe denkt und es nicht so verbissen, verkrampft sieht, sondern ja, geht alle. Hier ist ein Mensch, der das wirklich
nicht oberflächlich sieht, aber leicht, ja, und mit einer Tiefe trotzdem. Aber das nicht alles so verbissen sieht, ja, weil er in sich selber halt sich selber so wertschätzt, dass einem nichts mehr so leicht umhaut und man kann das mit so einer Verspieltheit sehen und das ist echt toll. Also wenn ihr auf jemanden wartet, dann werdet ihr eine schöne Zeit hier haben, sondern das wird eben ja nicht so gedankenverbissen sein, so sage ich das mal. Sondern sehr intuitiv und sehr authentisch auch. Ja, genau. Ja, meine lieben Feuerzeichen, ich hoffe, das hat euch hier was jetzt ein bisschen gebracht. Ihr resoniert damit. Ich freue mich natürlich über Likes und Kommentare und Abos und bedanke mich natürlich auch für die lieben Nachrichten, die ich von euch bekomme. Vielen Dank dafür. Ich mache dies jetzt, denke ich, jeden Monat, dieses für alle Elemente, so ein kleines Liebesupdate. Und ja, wünsche euch dann einen tollen Rest November. Und wir sehen uns dann zu den Dezember-Einzelorakel, Sternzeichen-Orakel wieder. Und schaltet jetzt nicht gleich aus. Im Anschluss dieses Readings hier habe ich noch was Kleines, eine kleine Info für euch. Wäre schön, wenn ihr euch das auch anschaut. Und ja, ich sage dann bis dahin, euer Löwenherz. Hallo, ihr Lieben. Ja, noch was in eigener Sache. Und zwar lege ich ja nicht nur Karten und beschäftige mich astrologisch mit Beratung, sondern ich male auch. Und ich habe für nächstes Jahr einen Kalender gemacht. Und zwar sind das alles selbstgemalte Tarotbilder von mir. Ja, hier ist eine Kurzbeschreibung von mir. Da seht ihr auch mal, wie ich so aussehe. Und dann haben wir hier Januar. Das wäre das Symbol des Teufels. Darunter habe ich noch, wie ihr seht hier, die Sternzeichen, Steinbock, den Planetenzugehörigkeit, Saturn, das Element Erde und das 10. Haus. Und dann habt ihr hier noch unten, da könnt ihr eure Termine eintragen. Ja, und das ist halt, hier haben wir zum Beispiel Juni, das ist ja das Sternzeichen Zwillinge, das sind die Liebenden. Und was haben wir denn noch? Der Löwe, die Sonne. Ja, das ist auch besonders schön geworden. Das ist der Eremit, das ist Sternzeichen Jungfrau. Genau, also wer mag, wer Interesse an diesem Wandkalender habt, den könnt ihr halt aufhängen. Der schreibt mich gerne an und dann würde ich euch den zukommen lassen. Dieser Kalender kostet 19 Euro und ich habe mir überlegt, die ersten 10 Bestellungen, die bekommen das für 16 Euro. Ja, wenn ihr mögt, signiere ich euch den ganz gerne. Und genau. Ja, das war's in eigener Sache. Würde mich freuen, wenn ihr da Interesse dran habt. Genau, dann schicke ich euch den gerne zu. Auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, finde ich. Alles klar. Gut, macht's gut. Bis dahin, euer Löwenherz.